Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Schachfans. Willkommen in der Stadt der Spiele schlechthin, in Las Vegas. In diese Stadt, in der ohne Glück nichts geht und in der das Glück gesucht wird, hat die FIDE, die internationale Schachorganisation, die diesjährige Schachweltmeisterschaft vergeben. Vom 29. Juli bis zum 30. August werden hier im Hotel Caesars Palace die Spiele der Besten zu sehen sein. An diesem ehrwürdigen Ort, an dem so große Stars wie Frank Sinatra, Barbara Streisand oder Elvis Presley Triumphe feierten, werden nun Schachgroßmeister wie Wladimir Kramnik, Judit Polgar oder Peter Leko die Schachfans verzaubern und ihren Champion küren. In den nächsten 4 Wochen ist das Spielerparadies Las Vegas der Mittelpunkt auch für die Schachfans aus aller Welt. Für die Zocker und Gambler gibt es eh nichts Schöneres als diese Stadt in der Wüste von Nevada. In keiner Stadt der USA, ja in keiner Stadt der Welt, leben auf so engem Raum Traum und Wirklichkeit in einer so eigenartigen künstlichen Mischung zusammen wie hier. Denn hier ist alles eingerichtet auf Glück und Vergnügen, auf Illusion und Geschäft. Von den 20 größten Hotels der Welt befinden sich allein 18 hier. Und in nur wenigen Wochen gibt es wieder ein neues, noch größeres für die jährlich mehr als 30 Millionen Touristen aus aller Welt. Allein in 10 Jahren hat sich die Zahl der Besucher verdoppelt, hungrig nach den Sensationen der Welt. Insgesamt gibt es rund 110.000 Betten, mehr als in jeder anderen Stadt Amerikas. Fast 90% der Unterkünfte sind bestens ausgelastet. Und für die 30.000 neuen Zimmer, die gebaut werden, braucht die Palmenmetropole 6 Millionen weitere Besucher pro Jahr. Jedes Zimmer schafft im Durchschnitt 6 Arbeitsplätze. Die Arbeitslosigkeit ist äußerst gering, unter 4%. Als 1857 ein Trupp US-Soldaten an der Oase Las Vegas, das heißt die Auen, vorbeizog, mutmaßte der Leutnant, wir werden die einzigen Weißen sein, die diesen staubigen Fleck jemals besuchen. Der Mann hat sich gründlich geirrt. Schon 1900 hatte Las Vegas 30 Einwohner. Heute arbeiten hier fast 2 Millionen. Und jeden Monat kommen 6.000 neue hinzu. Und alle arbeiten für ein Ziel, den Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen. An über 130.000 Spielautomaten und mehr als 4.000 Spieltischen werden über 8 Milliarden Mark jährlich umgesetzt. Und Gewinner ist immer Las Vegas. Jeden zweiten Dollar ihrer Einkünfte bezieht die Stadt aus dem Glücksspiel und den unzähligen Geschäften und Restaurants ihrer Touristenpaläste und Bummelmeilen innerhalb der großen Hotels. Denn da sollen und können sich die Glücksritter aus aller Welt eigentlich nur aufhalten, bei fast 40 Grad Außentemperaturen, die Ende Juli auch noch am Abend um 22 Uhr zu messen sind. Vorbei die Zeit, da Las Vegas allein dem verspielten Mittelklassepublikum und kitschfreudigen Heiratswilligen gehörte. Die Reichen und Schönen sollen wieder her, wie in den 60ern, als Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und diverse andere Stars im städtischen Freizeitpark Dauerkarten hatten. Jetzt lockt ein internationales Angebot in sündhaft teuren Geschäften. Doch Las Vegas weiß, nirgends sitzt das Geld so locker wie hier. Europäische 5-Sterne-Hotels mit amerikanischen Shows sollen die Glitzerwelt wieder anknipsen. Mit neuen Attraktionen und mehr Entertainment will die Stadt in der Wüste weitere Millionen Touristen in ihre Paläste locken. Für den Monat August hat Las Vegas nun eine besondere Attraktion zu bieten. Und ist für Millionen Mittelpunkt des Schachs. Am 30. Juli fand dem Circus Maximus des Hotels Caesars Palace die feierliche Eröffnung.
Good evening and welcome. Welcome, my most noble guests. I, Caesar, on behalf of the staff and management here at Caesar's Palace, would like to welcome each and every one of you to the World Chess Championship. Желаю вам всего самого доброго, светлого в борьбе за звание 14-го чемпиона мира. I wish you all the best and all the success in your fight for the title of the 14th World Chess Champion. Natürlich gehörte die Rede des Präsidenten der FIDE, Lyumchimov, zum Programm. Das ist so bei Eröffnung, auch beim Schach. I announce the 99th World Chess Championship Open. Und der deutsche Großmeister Matthias Wahls probierte, wie seine 99 Konkurrenten, schon mal ein Schlückchen auf die kommenden Siege. Denn bei einem Preisfonds von 3 Millionen Dollar fallen für den Sieger immerhin 660.000 noch ab. Mehr als 1 Million D-Mark für den neuen Champion. Und wir werden einen neuen Champion haben. Nämlich Titelverteidiger Anatoly Karpov ist in Las Vegas nicht mit von der Partie und Garry Kasparov auch nicht. Was soll's? Helmut Pfleger war für den WDR in Las Vegas. Helmut, du hast diese Szene beobachtet. Ist das denn für dich eine Rumpfweltmeisterschaft jetzt? Ja und nein. Also zum einen ist es nicht wirklich jammerschade, dass der derzeit sicherlich weltbeste Spieler Kasparov nicht dabei ist. Aber Karpov, also viele weinen ihm keine Tränen nach. Er ist auf dem absteigenden Ast und mit lauter Finden letztendlich hat er sich um diese Weltmeisterschaft herumgedrückt. Und irgendwo ist es auch wirklich gut, dass die jetzt die jungen neuen Kräfte nachkommen und irgendwo wirklich eine Erneuerung an Haupt und Gliedern in der ganzen FIDE, im ganzen Weltschachbund stattfindet. Also ich bin gar nicht so traurig über die ganze Entwicklung. Und Garry Kasparov? Ja, wie es mit dem weitergeht, weiß kein Mensch. Der will ja seine Privatweltmeisterschaft ausrichten, aber auch da ist nicht sicher. Seit 4 Jahren sagt er immer und dann bricht es immer wieder zusammen. Also es ist ein Theater ohne Ende und ich hoffe wirklich, dass es also irgendwie jetzt in Bälde zu einer Einigung kommt und manche spricht dafür. Nun, wenn er nicht antritt, kann er auch nicht gewinnen. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Die Frage ist, hat die FIDE recht getan, diese Weltmeisterschaft nach Las Vegas zu vergeben? In einem virtuellen Raum, so wie wir hier fast im Studio WDR. Ja, also das ist wirklich ein höchst eigenartiger Ort. Ausgerechnet Las Vegas, diese Stätte der Zocker, des Glücksspiels und da das Spiel der Denker. Also deplatzierter kann man sich kaum denken und trotzdem ist es irgendwo ein eigenartiger Reiz. In jedem Falle, auch wenn da auch kaum Zuschauer vor Ort sind, aber in jedem Fall wird es über Internet propagiert oder auch über die Sender, über die Medien. Also insofern, so schlimm ist es nicht und irgendwie ist es wirklich was ganz Besonderes. Es hat sicherlich einen besonderen Kick, aber nach den alten Regeln des Schachs wird dort auch gespielt und in Las Vegas wird der König nicht anders gehen, die Dame auch nicht, aber nach welchen Regeln die Weltmeisterschaft dort sich abspielt, erklärt uns Oberschiedsrichter Kurt Hazen. In diesem Moment wird hier in Las Vegas im Caesars Palace die Weltmeisterschaft des Schachs gespielt. Es gibt insgesamt 100 Spiele. In der ersten Runde spielen 72, das sind die Leute, die sich qualifiziert haben von den Zonen. Ich muss mal erklären, die ganze Welt ist eingeteilt in 23 Zonen und davon sind die Leute hier gekommen. In der zweiten Runde kommen 28 Spieler dazu nach der Weltrangliste. Die 72 Spieler der ersten Runde spielen Wettkämpfe, 2 Partien. Und wenn es nach 2 Partien Gleichstand gibt, dann gibt es Schnellschachpartien. Also nach der ersten Runde qualifizieren sich 36 Spieler für die zweite Runde. Da kommen 28 Spieler dazu, haben wir insgesamt 64. Und dann ist es klar, nach der dritten Runde haben wir 32, dann 16, 8, 4 und am Ende haben wir 2 Spieler, die insgesamt 6 Partien spielen. Wenn es nach 2 Partien oder in der Finale nach 6 Partien einen Gleichstand gibt, dann kommen Schnellpartien dazu. Und derjenige, der den ersten Wettkampf von 2 von diesen Wettkampfpartien gewinnt, der ist der Gewinner dieses Wettkampfs und am Ende ist er der Weltmeister. Nun gibt es eine Möglichkeit, dass die beiden Spieler unendlich viele von diesen Wettkämpfen spielen möchten, vielleicht interessant für das Publikum oder für ihren eigenen Vergnügen. Dann habe ich als Hauptschiedsrichter die Möglichkeit, mal einzugreifen und zu sagen, meine Herrschaften, oder wenn einer von den Damen dabei inbezogen ist, meine gnädige Dame, die nächste Partie ist die entscheidende Partie.
Weiß bekommt 6 Minuten, Schwarz bekommt 5 Minuten. Derjenige, der gewinnt diesen Wettkampf. Gibt es wieder ein Remis, dann ist Schwarz derjenige, der zur nächsten Runde geht. Oder wenn es in der Finale ist, er ist der Weltmeister. Also das ist das System hier. Und wir hoffen, dass auf diese Weise in einem Monat die ganze Weltmeisterschaft entschieden ist. Ja, am 29. August wird es soweit sein. Bis dahin kämpfen 100 Großmeister um die Krone des Schachs. Wir haben auch einen Vertreter dabei. Matthias Wals hat die Farben der Deutschen. Ja, Matthias Wals gehört seit Jahren zu den Besten hierzulande und er hat sich als einziger eben auch wirklich qualifiziert in dem sehr schwierigen Zonenturnier. Also man kann ihm durchaus was zutrauen. Wie ist die Situation denn überhaupt im deutschen Schach? Er ist nicht der Allerbeste. Er ist einer der Besten. Also wer heutzutage früher gab es also einen Fixstern, Robert Hübner, zu dem alle aufschauten. Und so ist es nicht mehr. Er ist immer noch einer der Besten. Es sind einige andere, haben sich um ihn gesellt. Christopher Lutz zum Beispiel, Matthias Wals ist eben auch einer. Und etliche, die jetzt also um die Vorherrschaft, natürlich Artur Jusupov, der ist im Moment der Beste, der kommt aber aus der Sowjetunion ursprünglich. Also sind etliche. Jetzt war unser deutscher Großmeister Matthias Wals dabei und welche Chancen er hatte und welche Hoffnung, das haben wir ihn gefragt. Ich habe so eine minimale Vorbereitung hinter mir. Also auf meinen Gegner der ersten Runde, Cela. Und ja, gut, ich hoffe, dass das reicht. Cela aus Albanien, glaube ich, aber das, den könnte man ja vielleicht packen, oder nicht? Ich sage mal so, es würde keinen überraschen, wenn ich ihn schlagen würde. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt erfahren, der hat 2524 aktuell. Ist das ja ein Schachspieler. So und das ist der nicht, ja. Ich glaube, das wird sehr eng. Ich habe jetzt 2,85, ich komme von oben ja gerade runter. Kann den Verfall noch so ein bisschen hinauszögern. Also ich glaube, dass ich vor 3 Jahren, als ich die 2,6 frisch erklommen habe, dass ich da am stärksten war. Und seitdem geht es kontinuierlich bergab. Und mein letztes Turnier war die Deutsche Meisterschaft im November. Seitdem habe ich nur noch Bundesliga gespielt. Ich bin eigentlich gedanklich, emotional ziemlich raus aus dem Schach. Für mich ist das eine Art Kaltstart hier. Man ist hier in einer Kunstwelt und selbst als Wessi, im Gegensatz zu meinem albanischen Kontrahenten, ist das immerhin noch ein kleiner Kulturschock. Es ist schwierig, jetzt auf Schachmodus umzustellen. Also bisher ist es mir noch nicht ganz gelungen. Das heißt, die nötige Ernsthaftigkeit zu erzählen. Ja, das Spiel der Denker, das passt hier nicht in diese Glitzerwelt. Das ist völlig out of place, ja. Es kann sein, dass mit dem ersten Zug, mit der ersten Partie, wenn dann so das Herzklopfen einsetzt, dass sich dann die Einstellung auch rechtzeitig noch ändern wird. Ob das Herzklopfen dann in der ersten Runde bei Matthias Wals auch wirklich einsetzte? Es wird schon so gewesen sein, denn eine WM ist eben doch kein Bundesliga-Wettkampf. Immerhin musste er noch eine Weile mit seinem Spiel warten, bis der Herr Präsident erschien und noch einmal nach dem Rechten sah. We like to start the round and I like to invite the President of FIDE, Mr. Lyumchenov, to make the first move to open the tournament. And the choice is on board of Mr. Cela and Mr. Wals. May I invite the President to make the first move? Doch schließlich eröffnete er die Schachweltmeisterschaft 1999 von Las Vegas und wünschte allen Teilnehmern alles Gute und das Glück, das man auch beim Schach braucht. Ну, во-первых, дорогие шахматисты, уважаемые любители шахмат, я бы хотел поздравить вас с праздником шахмат. Dann zog er den Zug unseres Schachgroßmeisters, wir hatten ein wenig nachgeholfen, Springer F3. Ja, Springer F3, dann kam Springer F6, eine ganz normale englische Eröffnung. Helmut, wie ging es dann weiter? Ja, es war, du sagst, es ist eine völlig normale englische Eröffnung. Und schauen wir uns doch direkt hier das Brett an, da sehen wir es nämlich. Und wir sehen, dass die weißen Figuren vor allem am Damenflügel gruppiert sind. Also Weiß will am Damenflügel spielen und Schwarz seinerseits, die Figuren sind vorwiegend am Königsflügel. Er wird am Königsflügel anzugreifen versuchen. Und die einzig offene Linie ist die A-Linie, also um die wird sicherlich auch der Kampf gehen. Und Matthias Wals spielte jetzt hier eine Neuerung, und zwar
Turm A1, A3. Das war so im 18., 19. Zug. Das war jetzt der 18. Zug, genau. Und jetzt hat der Schwarze hier einen sehr feinen Zug. Er geht einfach, als ob ihm das überhaupt nicht interessiert, die A-Linie. Er geht mit dem Turm weg. Der Bundestrainer Uwe Bönsch, der also auch Matthias Wahl sekundiert in Las Vegas, der war ganz entzückt von diesem Zug, Turm B8. Und ich glaube, der ist auch wirklich gut. Und Matthias Wahls verdoppelt jetzt hier in der A-Linie. Er bringt also auch den Turm auch nochmal hier in die A-Linie hinein. Und Schwarz seinerseits kommt jetzt mit F7, F5. Und man sieht also die Bauernkette hier von Schwarz zum Beispiel. Das ist wirklich am Königsflügel, während Weiß eben hier seine Bauernkette am Damenflügel vor allem hat. Und jetzt hätte Matthias Wahls, ja, nachhinein ist man immer klüger, mit der Dame hier zurückgehen sollen. Das hat er nicht gemacht, sondern stattdessen drang er, was natürlich auch sehr verheißungsvoll ausschaut, mit dem Turm in die gegnerische Stellung ein, nach A7. Aber jetzt kommt ein Gegenschlag. E5, E4. Im Zentrum stößt der Schwarze vor. Und hier fühlte sich, lange dachte hier Matthias nach, er kam schon in Zeitnot etwas und er fühlte sich ganz unbehaglich in der Stellung und bot sogar seinem Gegner Remis an mit seinem folgenden Zug, als er nämlich hier jetzt den Bauern wegnahm. Und natürlich kam jetzt erst einmal der Angriff des Springers auf die Dame. Der schwarze Springer greift die weiße Dame an. Die muss zurück. Ja, und es greift vor allen Dingen auch den Bauern an. Es greift vor allem auch den Bauern an. Und jetzt nimmt Schwarz diesen Bauern wieder. Und wenn er ihn jetzt wegnimmt, dann gibt es eine Katastrophe. Ja, eben. Man könnte meinen, der Bauer ist ja von drei Figuren, von drei weißen Figuren angegriffen und nur von zwei Schwarzen gedeckt. Also eigentlich müsste er zu nehmen sein. Aber am Schluss hängt dann dieser Läufer latent. Ja, wir können es uns mal anschauen. Ja. Wenn er also jetzt hier wirklich genommen hätte, dann nimmt der schwarze Springer wieder. Und wenn jetzt zum Beispiel der Läufer hier wegnimmt, dann kommt dieses schreckliche Zwischenschach. Ja? Der Springer deckt den Turm. Also so geht's nicht. Und andererseits, wenn jetzt der Springer hier auf E4 wegnimmt, dann nimmt erst der Läufer den Läufer. Natürlich muss die Dame den Läufer wieder nehmen. Und mit Schach. Aber jetzt, er verliert eine Figur. Ja, genau. Jetzt hat Schwarz diesen Springer auf E7 übrig. Also so, aus diesem Grund war das nicht möglich. Komm, stellen wir die Figur mal wieder hin. Der Läufer kommt wieder dahin. So. Das geht mit unserer Technik jetzt wunderbar. Ja. Und ja, also so steht es jetzt wieder. Deswegen konnte er hier nicht nehmen. Und das war natürlich jetzt schon Zugeständnis. Und jetzt musste der Springer, ob er wollte oder nicht, schon zurückkommen. Denn es droht schon unmittelbar E4, E3. Ja? Und damit zerbricht die ganze weiße Königstellung, der ganze Bauernschild. Schauen wir doch an, der König der Weiße ist im Moment ziemlich Mutterseelen alleine. Die ganzen weißen Figuren sind am Darmflügel versammelt. Also jetzt war nötig, der Springer zurückzuspielen von C3 nach D1, um dieses Feld auf E3 zu kontrollieren. Und jetzt kommt es zum Läuferabtausch. Der Läufer nimmt und natürlich nimmt die Dame wieder. Und schwächt natürlich auch die weiße Stellung dadurch. Ja, natürlich. Also Weiß ist überhaupt da eben im Grunde im Rückzug. Und der Schwarze kommt so wirklich aus den Löchern. Auch die schwarzen Springer kommen jetzt aus den Löchern. Wenn wir gerade hier die beiden Pferde vergleichen, hier die schwarzen und andererseits die weißen, dann ist da also ein rechter Unterschied zu sehen. Und auch die weißen Türme stehen ja ein bisschen isolat. Ja, die stehen im Grunde, stehen die eigentlich abseits. Sie stehen ganz schön, aber sie haben sich irgendwo verrannt. Was tun die da eigentlich? Und können nicht verteidigen. Im Grunde genommen gehört ja der Turm hierhin. Zum Beispiel, ja. Das wäre jetzt also durchaus auch eine Möglichkeit gewesen. Aber jetzt kam also erstmal die Dame nach C3.
um eben auch nochmal diesen Vorstoß E4, E3 zu verhindern. Aber, und eben auch auf der dritten Reihe jetzt hier, also wirklich für Ordnung zu sorgen. Und jetzt kommt aber der schwarze Turm von B8 nach E8. Der Turm kann sich das leisten, also auch noch zum Königsflügel zu schwenken. Genau, weil Springer deckt. Der Springer hier, der deckt diesen Bauern B7. Das ist sehr gut. Und der Turm kann jetzt, alle schwarzen Figuren versammeln sich jetzt schon langsam zum Angriff gegen den weißen König. Und Matthias Wahls fühlte sich hier schon recht unwohl. Es war auch so eine gewisse Zeitnot schon. Und vor allem diesen Springer, also den wollte er unbedingt weghaben. Das ist verständlich, das ist auch strategisch sicherlich sinnvoll. Und er spielte jetzt Springer D2 nach B3, um diesen Springer hier abzutauschen, herauszufordern und damit aber auch auf den Bauern B7 da irgendwie den zu bekommen. Und jetzt kam hier ein sehr interessanter Zug von Schwarz, und zwar Springer D3. Also ein Opfer. Das ist ein Opfer. Also der Springer stellt sich einfach wirklich zum Opfer. Und ja, vielleicht schauen wir das mal an. Die ganze Partie war ohnehin so spannend, dass also und so taktisch bestimmt, dass eigentlich nur Computer so alles wirklich bis ins Letzte verstehen können. Und wenn jetzt Weiß diesen Springer wegnimmt, dann opfert sich der nächste Springer von Schwarz, Springer H4. Und der muss ihn nehmen. Mit Schach, ja. Weiß muss auch diesen Springer nehmen, oder diesen dann auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kommt die Dame nach G4 mit Schach. Und das ist also jetzt sehr, sehr gefährlich. Also mindestens hier, mindestens kann man sagen, Remis für Weiß. Mindestens Remis für Schwarz. Wir können uns vielleicht mal eine Stellung hier anschauen. Der König geht nach F1 zurück. Dann kommt die Dame nach H3, Schach, gibt wieder dem König Schach und lassen wir den König jetzt hier nach E1 weiterwandern. Und jetzt kommt Doppelschach. Und jetzt kommt, ja, Doppelschach, das wäre möglich, aber der Bauer kann auch einfach hier vorbei. Das ist auch sehr, sehr gefährlich. Und es droht jetzt zum Beispiel schon wirklich E mal F2 mit Doppelschach. Ja, der Turm und der Bauer geben dem König Schach. Aber er ist noch Weiß dran und er muss mit dem Springer nehmen. Ja, und wenn der Springer jetzt zum Beispiel hier wegnimmt, dann kann das nächste Opfer kommen. Der Turm nimmt den Springer mit Schach. Also und er muss ihn natürlich nehmen. Natürlich, jetzt der Bauer nimmt den Turm, aber jetzt kommt die Dame mit Schach. Mit Schach. Der König kann hier noch auswandern. Jetzt kommt ein schönes Matt. Und jetzt aber Turm F2 Matt. Also nur diese Variante vielleicht mal soll die Gefahren beleuchten, die also hier wirklich dem Weißen drohen. Ist es also, ich stelle mal hier alles zurück. Ist es also wirklich sehr, sehr gefährlich. Und Matthias Wahls dachte hier lange nach. Und übrigens diese Variante, die ist gerade von Fritz zum Beispiel, also natürlich haben wir das auch mit den Computern überprüft, mit dem Computerweltmeister Schredder und Fritz. Und die sind sich teilweise sogar uneins gewesen da. Auf jeden Fall, jetzt hat Matthias Wahls dann schließlich nach langem Nachdenken H3 gefunden. Und das soll das Feld G4 der schwarzen Dame in bestimmten Varianten nehmen. Also durchaus eine sinnvolle Prophylaxe. Und trotzdem jetzt aber auch Schwarz ist ein sehr, sehr gefährlicher Taktiker und hat Springer H4 mit Schach gegeben. Und den Springer kann man nicht stehen lassen. Man muss ihn nehmen. Aber jetzt kommt der nächste Springer. Wieder ein Schach. Und wieder mit Schach auf dem König. Und ja, wohin soll man jetzt mit dem König gehen? Wenn der zum Beispiel nach H2 geht, dann kann Springer nach E2, greift die Dame hier auch an.
Und es kann also auch ganz, ganz gefährliche Varianten geben, die letztendlich sogar zugunsten von Schwarz ausschlagen. Und deswegen hat sich der König entschieden, nach F1 zurückzugehen. Und es war wahrscheinlich gut. Und jetzt meinte dieser Computerweltmeister, also wirklich letztendlich können nur Computer hier das ganz klar sagen, man hätte hier nach D3 zurückgehen sollen. Der zweite Springer kommt nach D3 und es ist mindestens ausgeglichen, mindestens Remis für Schwarz, aber doch noch etwas unklar. Aber hier hat er E3 gemacht und die dritte Reihe wird damit gesperrt. Aber trotzdem, und jetzt hätte, entgegen dem Augenschein, hätte Weiß eigentlich hier mit der Dame sogar nehmen sollen. Er hat davon Abstand genommen, man kann das verstehen, in der großen Zeit, und beide haben das übersehen, denn so meint man plötzlich durch den Angriff des Turms auf die Dame und dann hier unten, Weiß ist rettungslos verloren. Aber jetzt gibt es diese Rettung Springer A5. Der Springer A5 greift seinerseits die schwarze Dame an und ist letztendlich schlägt es zugunsten von Weiß aus. Also deswegen ging es nicht. Und der Springer hat genommen, das war natürlich nicht so gut, aber und jetzt kommt der Springer nach H3 und bedroht eben auch hier das Feld F2. Und jetzt hätte wohl wieder Springer D4 gewonnen, das hat wieder Fritz gefunden, aber die Computer sind natürlich. Und jetzt König E1 und der Springer nimmt auf F2 weg und hier hätte man jetzt auf B7 nehmen sollen. Aber stattdessen kam Turm A8, um irgendwie diese beiden Türme abzulenken vom Angriff auf den schwarzen König. Und jetzt hätte auch wieder Springer G4 letztendlich gewonnen für Schwarz. Also natürlich ist es fehlerreich, aber Irren ist menschlich, nur Computer. Letztendlich ist dann hier unten matt mit dieser Turm- und Dame-Batterie. Aber stattdessen hat Schwarz hier auf A8 weggenommen. Natürlich nahm jetzt auch Matthias Wals auf A8. Auch wir sind, glaube ich, jetzt schon in Zeitnot und jetzt nahm der Turm hier wieder. Und jetzt also auch hier der König den Springer. Und jetzt ist plötzlich ganz interessant, Weiß hat zwei Springer gegen den Turm und Schwarz hat noch einen Bauern übrig. Also ein ganz interessantes Kräfteverhältnis. Der Turm kam jetzt nach F8 mit Schach zurück. Der König wich nach E1 aus, er will zum Damenflügel weg. Die Dame kommt nach E4. Und der König verkriecht sich jetzt und plötzlich steht er, ja, nicht sicher wie in Abrahams Schoß, aber viel sicherer als jemals zuvor. Natürlich nimmt jetzt die schwarze Dame hier diesen Bauern weg. Und jetzt aber endlich spielt auch Weiß wieder mit. Dame D3 greift den Bauern G6 beim schwarzen König an. Und hier hätte Schwarz unbedingt König H7 spielen sollen. Aber stattdessen machte er König G7 und jetzt Springer D4. Das droht schon Springer E6, also eine furchtbare Gabel. Und hier ein Riesenfehler von Schwarz in beiderseitiger, grässlicher Zeitnot. Jetzt Springer F5, dieser Abzug und die Dame sinkt. Jetzt musste Schwarz die Dame, den Springer wegnehmen und Weiß nahm die Springer und es war natürlich jetzt verloren. Helmut, damit war natürlich die Partie von Wals gewonnen und für Wals gewonnen. Und es ist weitergegangen, er hat die zweite Partie Remis spielen können. Und dann ist es weitergegangen gegen Iwanchuk. Ja, und Iwanchuk ist einer der Besten der Welt. Also da hat er von vornherein also auch schon mit einer Niederlage gerechnet. Und es ist keine Schande, gegen einen Iwanchuk zu verlieren. So kam es denn auch. Und damit ist natürlich leider der einzige und letzte deutsche Vertreter ausgeschieden. Der letzte und einzige deutsche Vertreter ist ausgeschieden. Wie es bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas weitergeht, das werden wir in der nächsten Woche sehen. Ich bedanke mich bei Helmut Pfleger. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.